Das Leben in einer Diktatur ist anstrengend. Gerade in Zeiten, in denen die Eliten uns Land übernehmen und ein Genozid mit Impfungen stattfindet, an dem bis jetzt ganz viele Menschen gestorben sind, glauben Sie uns. Der Widerstand gegen diese Schattenmächte, die dafür sorgen wollen, dass wir Hygienemaßnahmen einhalten, grundlegenden menschlichen Anstand zeigen und die Grundsätze von Wissenschaft und Forschung akzeptieren, kann ermüdend sein. Aber niemand hat gesagt, dass der Kampf für das Richtige einfach ist. Oder? Für mich bedeutet das, dass ich zwischendurch immer wieder Phasen finden muss, in denen ich zur Ruhe komme. Genau! Gerade jetzt, da Querdenken zerfällt, immer weniger Menschen uns folgen und selbst eingefleischte Impfkritiker zum Impfen gehen, ist es wichtig, zur Ruhe zu kommen. Also gönnen Sie sich jetzt eine Auszeit. Sie haben sie sich verdient. Und wo könnten Sie schöner Urlaub machen als in schönen Tansania? Unsere ehemalige deutsche Kolonie ist noch immer ein Juwel in Afrika. Kinderarbeit, extreme Armut, Hunger und politische Instabilität gepaart mit einer Unterdrückung der freien Presse. Verzeihung, der falsche Text. Reich an Bodenschätzen und dem Artenreichtum, welche vor allem im Serengeti-Nationalpark zu finden sind, machen Tansania zu einem wunderbaren Reiseort für Jung und Alt. Und noch besser, hier in Tansania gibt es kein Coronavirus. Hat es eigentlich nie gegeben. Und diese Berichte über unseren ehemaligen Präsidenten, der an Corona gestorben sein soll. Wir haben mit den berichtenden Journalisten gesprochen und diese handwerklichen Fehler geklärt. Nutzen Sie jetzt Ihre unvergessliche Chance und erleben Sie zusammen mit uns die Wunder von Tansania. Wir bei der Bodo Frank Friends Safari Limited, kein Scheiß, so heißen wir wirklich, freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen auf Safari zu gehen. Begleiten Sie unseren erfahrenen Reiseführer Bodo Schiffmann, der schon länger die Wunder Tansanias aus der Geborgenheit der Chele-Chele-Villa heraus für Sie aufbereitet und darauf wartet, dass eine ausländische Macht Deutschland erobert und per Militärtribunal die Menschen exekutiert, die er als seine Feinde erachtet. Bitte? Ach so, das hätte ich nicht vorlesen sollen. Sorry, Bodo. Okay, schneiden wir raus, oder? Danke. Begleiten Sie unseren erfahrenen Reiseführer Bodo Schiffmann, der Sie unter anderem in das ehemalige Anwesen von Hardy Krüger entführt. Die Hataria Lodge soll ein exklusives Fleckchen für Querdenker werden. Was gibt es Schöneres? Und lassen Sie sich auch nicht verunsichern. Natürlich, bei der Einreise nach Tansania müssen Sie einen Corona-Test machen und auch eine Maske tragen. Und auch generell alle Hygieneregeln beachten, die es auch in Deutschland gibt. Und sogar mehr. Und auch wenn die neue Präsidentin Tansanias erst von der WHO gelobt wurde, nachdem sie angekündigt hatte, am Impfprogramm COVAX teilzunehmen und der Botschafter des Landes ankündigte, dass wir nicht wirklich willkommen sind im Land, bitte kommen Sie dennoch. Denn wir bei Bodo Reisen wollen nur Ihr Bestes. Auf in den Schwurbelbomber, Mund und Nase auf für den PCR-Test und dann brav Maske tragen. Schon gehören Sie auch zum elitären Widerstand gegen die Eliten und kämpfen für die Befreiung Deutschlands direkt hier bei uns in Afrika. Diese Werbung wurde Ihnen präsentiert von Bodo Reisen, weil wir hier in Afrika noch immer daran glauben, dass man Deutschland stürzen sollte.